Der LinkedIn-Catch-Up-Call mit Ute Gütschow und Alexander Niggemann. 10 Experten je 5 Minuten auf den Punkt. Für Anna Greie, Tanzpädagogin, Autorin und Geschäftsführerin ihrer Musikschule Stage Up, ist Kindsein der Schlüssel zum Glück. Kinder im Flow sind kreativ und glücklich. Unternehmer im Flow gehen voll in ihre Aufgabe auf und vergessen Raum und Zeit, überwinden Grenzen und schaffen das Unmögliche. Liebe Anna, let it flow. Bist du im Flow? Was bedeutet eigentlich Flow? Es war einmal eine Unternehmergeschichte aus dem echten Leben. Ich war kurz davor, wirklich alles zu verlieren. Meine Mitarbeiter waren total gestresst, überfordert, demotiviert. Viele wollten einfach alles nur noch hinschmeißen. Meine gesamte Führungsriege und ich waren wirklich total ratlos. Genau das erzählte mir vor einiger Zeit ein befreundeter Unternehmer. Aber dann kam alles anders. Er entdeckte den Flow. Genau wie die 6-jährige Lotte, deren Geschichte ich dir heute mitgebracht habe. Denn sie erlebte in unserer Musicalschule den ersten Tag in einer neuen, älteren Gruppe. Und sie war fest davon überzeugt, dass dort alles viel zu schwer für sie sei. Sie fühlte sich gestresst, überfordert. Sie hatte Angst, sie schwitzte, war ganz, ganz blass und wirkte tatsächlich regelrecht fiebrig. Außerdem hatte sie rasende Kopfschmerzen. Also kam sie zu mir ins Büro und sie bat mich, ihren Papa anzurufen, dass er sie abholen möge. Und während wir nun dort saßen und warteten, machte sie sich weiter Gedanken zu ihrer Lage. Anna, wenn ich jetzt zu Hause wäre, dann würde ich mir mein Zebra schnappen und ich würde es ganz, ganz fest kuscheln und dann käme meine Kraft zu mir zurück. Stille. Nachdenken. Also, vielleicht ging es auch mit einem anderen Kuscheltier. Und dann sagte sie, also eigentlich geht es auch mit einem Kleid. Stille, nachdenken. Dann die Erleuchtung. Oh, ich habe ja ein Kleid an. Sie drückte und kuschelte es ganz, ganz fest. Und schon kam ihre Kraft zu ihr zurück. Sie fühlte sich wieder pudelwohl, wollte zurück in ihre neue Gruppe. Ich sollte den Papa anrufen, er sollte umkehren und erst später wiederkommen, um sie abzuholen. Sie ging in ihre Gruppe, sang, tanzte und spielte, war glücklich und zufrieden mit sich und der Welt und natürlich mit ihrem Kleid. Kinder haben die Fähigkeit, ihre eigenen Energien immer und immer wieder neu zu aktivieren. Es gelingt ihnen mit Leichtigkeit und spielerisch in einen Flow zu gelangen. Flow ist ein ganz natürlicher, positiver Bewusstseinszustand, der nachweislich unsere Hirntätigkeit verändert. Im Flow erleben Menschen große Klarheit, starke Flexibilität und ein großes Gefühl der Selbstwirksamkeit. Das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten wird gestärkt. Und es wird eine positive Grundstimmung erzeugt. Hochleistungssportler zum Beispiel nutzen diesen Zustand ganz bewusst. Die Areale im Gehirn, die für Angst und Stress verantwortlich sind, werden zeitweise heruntergefahren und sogar teilweise deaktiviert. Und das Beste ist, all das liegt auch in jedem einzelnen deiner Mitarbeiter verborgen. Was wäre, wenn du den Schlüssel finden würdest, um diese Potenziale in ihnen wieder zu aktivieren, wenn sie zu ihrer Kraft zurückfinden würden? Denn was bedarf es für dein Unternehmen, um noch mehr Effektivität und Wachstum zu kreieren? Du brauchst intrinsisch motivierte Mitarbeiter, voller Freude und Energie, die innovativ sind und über eine starke Resilienzfähigkeit verfügen. Viele Menschen fühlen sich aber heute gestresst, überfordert. Sie haben das Gefühl, den Anforderungen nicht gewachsen zu sein. Da ist dieser sich rasant verändernde Arbeitsmarkt. Auch die politische Weltsituation schürt Ängste. Und Ängste und Stress führen zu ganz bestimmten Vorgängen in unserem Gehirn. Angst und Stress
blockieren unsere Kreativität und unsere Schaffensenergie. Sie schneiden uns ab von unseren Potenzialen und unserer inneren Kraft. Flow kann ein Schlüssel sein, um diese Tür wieder zu öffnen. Im Flow sind wir kreativer, fokussierter und wir können alles erreichen, sogar das Unmögliche. Wir wachsen buchstäblich über uns selbst hinaus. Und das Beste, Flow lässt sich sowohl planen als auch üben. Wir sind Flow-Profis und zeigen dir gerne, wie das geht. Bist du im Flow? Das war der LinkedIn Catch-up Call mit ausgezeichneten Experten in 5 Minuten auf den Punkt. Schön, dass du in den Catch-up Call Podcast reingehört hast. Wenn dir der Podcast gefällt, würden wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Und wenn du Lust hast, abonniere noch heute den Podcast. Wenn du einmal als Experte dabei sein möchtest oder sogar als Werbepartner, dann bewerbe dich noch heute bei Ute Mütschow und Alexander Nickmann. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ausgezeichnete Experten in 5 Minuten auf den Punkt.